Und damit willkommen zurück zu Hogwarts Legacy, ein Let's Play mit mir, dem legendären Philipp Drachenberg. Ich sollte unentdeckt bleiben. Und jetzt arbeiten wir hier mal weiter an der Legacy und finde hier natürlich den Brief und den Gedichtsbann. So. Aber was ist denn jetzt hier so dunkeldunderwetter? Ich erkenne doch hier gar nichts. Ich muss gerne, dass sie. Oh, die müssen wir ganz schnell umbringen, falls die uns sehen. Oh, hier ist auch der Bösewicht. Den können wir theoretisch mit Imperio verzaubern. Sollen wir jetzt auf Risiko töten, töten, töten machen? Du kannst deine Augen nicht von einem hübschen Mädchen lassen, was? Kurz den Rockzipfel gehoben und du bist völlig... Ich möchte gerne erleben, warum sie dafür ein paar Gallionen drin sind. Ich glaube, wir sollten lieber töten, töten, töten machen, weil... Wenn wir hier fertig sind, ja, das ist sowieso keinen Wert. Feuer! So. Ihr habt sie entführt, euch geschieht es recht. Stirb! Stirb! Batz! Das ist wohl dein erstes. So, den berüchtigten Gegner, den haben wir ja ganz einfach getötet. Das war ja gar keine Kunst hier. So, ich hoffe, wir finden jetzt den... Warum buggt das jetzt schon wieder? Ich habe gerade eben erst ein neues Bug-Update gehabt. Ne, ich meine, ein neuer Patch. So. So. Das war gerade das Geräusch, wenn ich mich an meiner Nase kratze. So. Bist mir lieb wie ein Augury, der von kommenden Regen singt. Wie ein treuer Grab warte ich hier. Auf der Wind dich zu mir bringt. Mein Herz verzaubert, dass du, das hast du. Und du mir, und nun bin ich ganz die Deine. Auch ich hab's gewusst im Nu, bist ewig der Eine. Dulcibella Filbert. Das Buch mit Gedichten, das Agabus Filbert gestohlen wurde. Er wird sich sicher darüber freuen. Ja, okay, wir müssen jetzt noch ein paar andere Sachen finden. Ah, perfekt. Lieber Otto, ich habe deinen letzten Brief wieder und wieder gelesen und ich werde jede Stunde lesen, bis wir endlich uns sehen. Mir schauert es bei dem Gedanken, dass ich dich nun für längere Zeit nicht sehen kann, aber ohne Hoffnung bin ich nicht. Ich sehe den Tag herbei, an dem wir unsere Verlobung mit denen, die wir lieben, teilen können, besonders mit meinem lieben Vater. Ich verstehe, dass du warten willst, bis sich deine Verhältnisse etwas stabilisiert haben, und ich weiß, dass du alles in deiner Macht stehen tun wirst, dass eine solche Situation bald erreicht ist. Bitte erlaube mir dennoch, dir zu sagen, dass ich vergangene Monate, in denen ich die Gefühle, die mich auf den höchsten Gipfel der Glückseligkeit befördern, nicht offen zeigen konnte, eine große Prüfung für mich waren. Nun will ich noch ein etwas zweites Mal deinen Brief gelesen haben. Deine Zärtlichkeit, deine Rosie. Rosies Liebesbrief an Otto Dibble. Er wollte, dass ich ihn vernichte, wenn ich ihn finde. Revelio. Wisst ihr was? Ich glaube, ich behalte ihn einfach. So, wie komme ich jetzt an das Gold? Warte mal. Ja, ach, ich hätte da unten mit der Kiste durchklettern können. Dann ob ich noch eine gute Truhe.
ich will aber hier schon alles einsammeln. Die letzte Beseverbesserung hat mich 4000 Galleone gekostet. Weil ich glaube, hier ist ja der Hauptweg nach oben. Probieren wir es doch lieber nochmal nach da. Irgendwie ist ja auch hier so irgendwas eingemalt. Hier. Ja, das ist ja da eingemalt. Halt, wir von da nochmal raus. Bombarda. So, jetzt können wir da auch rein. Ja, ich sehe überhaupt gar nichts. Bist dich doch jetzt da. Aua. Bombarda. Geht's da weg, Mensch? Oh, ich brauche hier echt Licht. Schon mal Lumos-Zauber, wenn ich ihn mal brauche. So, jetzt reit mit uns. Hä, wieso darf ich da jetzt nicht rein, Mann? Aber hier kann ich komischerweise rein. Dann kann ich jetzt in meinen Kopf reingucken. Revelio. Aber hier ist doch gar nichts. Hat doch durch eine Treppe nach oben. Wir sollten noch mal mit ihr reden. Vielleicht kann sie uns sagen, wo wir ihren Freund finden. Sie schweigt hartnäckig. Der Boss ist mir ja. Da ist. Es fehlt. So, töt die mal für mich und hat's kaum gespielt. Bist du etwas? Kommt Fingo! Selbst ein Korlock ist mutiger. Revelio. Was fällt dir ein? Du kannst mich nicht unterbrechen. Bombarda. Kommt Fingo! Revelio. Gekulto. Gekulto. Potato. Du bist ziemlich leichtsinnig. Kommt Fingo! So. Ich töte mir den einen da noch. Komm, Bada. Komm, trink. Vielleicht solltest du aufgeben. Ich lass mich nicht zu dir. Schlaf gut, du Vollidiot. So, da ist der Hauptgang, okay. Dann haben wir hier unten bestimmt noch. Irgendwas haben wir doch gerade eben noch sammeln können. Da hinten ist noch eine Kiste oder sowas. Ich will jetzt da rein, Mensch. Ah, jetzt haben wir uns reingepackt. Hier, warte mal. Ja, nee. Lumos. Ja. Jetzt rein da. So. Ich weiß nicht, was du gerade eben mit dem Gitter gemacht hast. Irgendwie habe ich das komisch gesprengt. Wege 53 Galleone sind jetzt extra nochmal nach hier unten. Das kann ja fast nicht sein hier. Incendio. Revelio. Aber ich befürchte, dass es doch wie der 53 Galleone hier der Weg nochmal war. Ja, egal. Was wir haben, das Hammer, das ist auf jeden Fall nicht schlecht und deswegen denke ich mal. Egal. So. So, dann. Nati muss hier irgendwo sein. Ja, ich weiß, dass sie hier irgendwo sein muss. So, ich nehme euch jetzt euer Gold weg, ihr Dreckspatze hier. So, ein kleiner Moment. Ach, hier ist Nati drin, okay. Mr. Rabe, Daisy sagte, sie wurden entführt. Sie kennen meine Frau? Wie geht es ihr? Sie macht sich Sorgen. Geht es Ihnen gut? Mir geht es gut.
Danke, dass Sie hier sind. Diese Schlösser sind verflucht. Aber auf den Zähnen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Natti kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab. Nehmen Sie meinen. Wir suchen Ihren, sobald Sie frei sind. Ich brauche meinen Zauberstab. Einer, zu dem ich keine Bindung habe, könnte schlechter oder langsamer sein. Und wir dürfen nicht entdeckt werden. Ich gebe mein Bestes. Wissen Sie, wo er sein könnte? Er ist in der Nähe. Ich spüre ihn. Verstanden. Ich finde ihn. Revelio. Lumos. Machen wir mal Licht hier in die Puppe hier. Hey, wenn ich hier ein bisschen Holz laufe, dann macht ihr ja schon so einen Mega. Mr. Rapes Stab könnte da drin. Revelio. Komische Leute hier. Alohomora. Knechte hier. Hättet gedacht, ihr könntet hier irgendwas verstecken vor dem großen und mächtigen Philipp Dracheberg, der über alles Bescheid weiß. Da habt ihr euch natürlich getäuscht, ihr Bösewichte, ihr Böse. Mr. Rapes Zauberstab. So, er wird hier. Erleichtert sein. Hier, nimm ihn. Frei uns jetzt. Ich hab ihren Zauberstab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Okay, dann. Ey, das war jetzt langweilig. Macht es nochmal spektakulär. Komm, befreie Natti. Revelio. Okay. Danke, Mr. Esco. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Ich bin wohl zu schwach, um mit Ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Gehen Sie schon vor. Finden Sie Officer Singer. Wir kommen hier allein raus. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Sei kampfbereit. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Ich verstehe. Okay, ich denke mal, dass wir die jetzt hier umbringen müssen. Die verstehen ja keinen Spaß, die Penner. So. Okay, Nati, bist du noch bei mir? Okay, ein bisschen großer Abstand hier. Magst du mich jetzt nimmer hier, oder was? So. Lumos. Okay, ich sehe aber jetzt hier keine versteckte Gegner. Finden wir Officer Singer und erledigen Harlow ein für alle Mal. So, okay. Revelio kann manchmal helfen. Ja, ich benutze Revelio sowieso die ganze Zeit als Spam. So. Natsei Onai. Ich hätte es wissen müssen. Und Sie, der Trollschrecken. Ein Glück, dass Sie beide sicher sind. Iskorape sagte, Ihnen hätten Schüler gerettet. Ich hätte wissen müssen, dass Sie das waren. Geht es Mr. Rape gut? Ja. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau. Miss Onai, Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, dass Sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr bringen. Officer Singer, Natti und ich haben erfahren, dass Erschwinderinnen mehrere Einwohner von Hogsmeade bedroht haben. Rookwood und Harlow haben nicht nur Mr. Rape entführt, um seine Frau zu erpressen, sondern auch Natti. Agabus Filbert und Otto Dibble haben sie ausgenommen. Ach, ich werde das alles untersuchen. Was Sie beide anbelangt, ich bin Ihnen dankbar für Ihre Hilfe, aber das ist alles äußerst riskant. Bitte überlassen Sie die Erschwinderinnen in Zukunft den Behörden. Nein. Bei allem Respekt, Officer. Die Behörden haben da nicht viel unternommen. Eine Organisation wie die Erschwinderinnen zur Strecke zu bringen, erfordert mehr, als aufgrund einiger Anschuldigungen ihr Versteck zu stürmen. Sie müssen die Angelegenheiten uns überlassen. Das steht doch nicht zur Diskussion. Frechheit. Natsei. Sie möchten sicher mit Ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird das nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir reden später.
Bombarde. Es geht leider gar nicht. So. Erpresserische Absichten. So, 180 XP. Rebellion. Haben wir hier irgendwie noch irgendwas zu sammeln hier in Hogsmeade? Weil ich sehe ja zwar, dass mir überall noch... Ah, nee. Ich erinnere mich noch dran, was wir noch sammeln müssen. Den Demigeist. Genau, den Demigeist hier im Hinterzimmer. Zack. Und wir haben eine Nachricht bekommen. Mache ich. Viel Spaß. Otto. So. Jetzt das. Ja gut, irgendwo müsste ja noch diese ganze Rebellion-Botschaft hier versteckelt sein. Aber ich weiß nicht, wo hier. Haben wir irgendwie auch schon alles aufgeschlossen, was es gibt. Ja, egal jetzt. Was haben wir denn hier? Rebellion. Okay, folgen wir mal dahin, in die Richtung mal noch irgendwo Schloss. Richtung nach da oben, okay. Bum, 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 bum. So. Okay, die machen da Musik oder so. Hä? Du trinkst ohne deinen Mund zu benutzen. Okay, das kann ich nicht. Also das kann ich echt nicht. Ah, ja, genau hier. Aua. Die Tür hier haben wir nicht aufbekommen. Hallo. Damals. Ja, ich weiß auch nicht, was, aber wie viel der Folge das schon her ist. Schon eine paar Folge, würde ich sagen. So, zack. Okay, dann hinein mit uns. So. Ah, du hast schon gesehen, du blöde Kuh. So. Sag mal. Jetzt das. Da ist nur ein Schrank. Jetzt habe ich mich gerade gewundert, was das da jetzt darstellt, aber das war nur ein Schrank. Okay, gut. Hatten wir sonst noch irgendwas hier? Noch eine Handbuchseite. Okay, nicht schlecht. Ich glaube, hier ist irgendwie auch nichts. Dann ich noch vielleicht so eine unsichtbarkeitsmachende Truhe. Hier ist noch eine Rebellio-Botschaft. Wartet mal. Ah, die Nuss hat uns jetzt gesehen, die Blöde. So. Rebellio. Schokofrösche. Die Schokofrösche wurden von einem Hogwarts-Schüler zurückgelassen, der Hogsmeade besuchte. Diese verzauberte Süßigkeiten hopsen wie echte Frösche herum und enthalten jeweils eine Sammelkarte mit berühmten Hexen oder berühmten Zauberer. So. Wir sind schon wieder im Hochland. Ja, eigentlich wollte ich Hogsmeade weiter erkunden. Ja, gut, aber irgendwie klappt das gerade überhaupt gar nicht. Hier sind zwar überall so Sachen und so, aber ihr habt ja auch nirgendwo mehr Handbuchseite oder Revedium-Botschaften hier versteckelt. So. Ja, vielleicht mache ich das jetzt auch direkt. Revedium. Haben wir hier schon mal drin, ja, oder? Bestimmt. Ja, doch, hier waren wir drin. Die offene Truhe sagt alles.
Ja gut, was wollen wir denn jetzt noch hin? Also dieses Hauptgebäude hier und so haben wir ja eh schon öfters erkundet. Dahinter hat es mir jetzt gerade noch was angezeigt, soweit ich das bemitteln kann hier. Ah nee, das ist aber auch nur... Das ist Dings da, dieses Flohnetzwerkteil. Aber Schleifstein. Na gut, ich weiß jetzt nicht, wo wir noch hingehen können zum Sammeln. Vielleicht die oder... Ich fliege überall noch so ein paar Dinger, die spaziere. Ihr Haus sind mir schon eingebrochen, oder? Ja, doch, in ihr Haus. Da hinten ist auch noch eine Flugbotschaft. Ich glaube, mir habe diese ganze Flugdinger einfach nicht eingesammelt. Oh, das sieht einfach wunderschön aus, dieses schöne Hogwarts da hinten. Gehen wir mal kurz hier ein. Zu machen, ja gut, das habt jetzt noch bedingt, aber ja. Können wir eigentlich in sein Haus kommen? Immer noch nicht. Ich bin gleich für Sie da. Hallo, 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 ich wollte ganz kurz hier ein paar unnötige Sachen an Sie verkaufen. Dankeschön, so. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Ja, von mir aus, so. Das kann man auf jeden Fall nicht behaupten. So. Das war immer schön den Kopf nach oben halten. Du bist das Gesprächsthema in der Schule, seit du Mr. Rape und mich vor den Erschwinderinnen gerettet hast. Wir sollten besprechen, wie wir weiter vorgehen wollen, um Rebellion. Okay, ja, von mir aus. Und wann soll das sein, Nati? Naja, sind wir bestimmt wieder auf der... Naja, Grab des Dorf. Ja, da waren wir ja auch schon. Nach der Hinde wollte ich ein bisschen dackeln. Weil das gehört ja alles auch noch zu Hogsmeade, soweit ich das weiß. Ja, genau. Und da haben wir auch wieder eine Handbuchseite versteckelt. Verlassenes Geschäft. Der Inhaber dieses leerstehenden Geschäfts soll einen Schrumpfzauber benutzt haben, um sein Inventar zu lagern. Hat sich aber verrechnet, sodass die praktische Funktion verschwunden ist. Okay, noch zwei müssen wir sammeln. Rebellion. Ja gut, da ist ja nix sonst. Hier hinten wahrscheinlich auch nichts. Tal von Hogsmeade. Ja, da ist überhaupt gar nichts. Also war nicht so ganz und gar nichts. So. Da ist doch dieses eine Kräuterkundlerhäusle, da waren wir schon. Ja, und hier hinten dran wird ja wohl kaum irgendwas sein, oder? Vielleicht dieses große Bäumchen hier, hat das irgendwas zu bedeuten? Nix, Descendo, ich glaube, der hakert's. So. Da, vielleicht bringt uns das hier was. Bombarda! Confringo! Descendo! Defunto! Ja. Hockst du denn jetzt? Verschwind, du blödes Viech. Ich war hier gerade am Erforschen. Ah, hier waren wir schon mal. Nee, ich... Lass mich jetzt in Ruhe, Mann. Nee, aber hier ist ja überall gar nichts. Jetzt waren wir auch noch von...
Bombarder! Komm, trinken! Verschwind! Rivelio! Repulso! Rivelio! Wir haben ja auch keine Rivelio-Botschaft mehr. Das ist schon wieder zu weit weg von Hogsmeade, oder? Ja, wobei... Vielleicht können wir mal nach der Ende laufen. Da ist irgend so Wolf noch eingemalt. Vielleicht haben wir ja hier noch Glück. Das sieht eher aus nach dieser Kobaltmine da. Ich habe keine Ahnung mehr, wo mir noch so eine schöne Handbuchseite hier finde. Da oben waren wir schon. Ja, die sind ja eher hier so ein bisschen zufällig, würde ich meinen. Gehen wir nochmal zur Windmühle. So, hopp darüber, hopp. Aber in diesem Klohaus waren wir ja schon mal. Da ist ja gar nichts drin. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare Tipps geben, wo mir die ganze Sache hier finden könnte. Ja. Nee, streichelt habe ich jetzt keinen Bock drauf. Eine Florfliege, die keiner braucht. Fliege mir schnell rüber. Ah, gibt ja gar nicht, weil wir ja in Hogsmeade sind und wir da nicht fliegen können, was ja sowas von gar keinen Sinn macht. So. Dann machen wir halt Kaltbad und hole uns der Schüttelfrosch oder was auch immer man das so bekommt. Über jetzt da. So. So. Da hinten ist auch noch ein Schloss, das heißt, hier sind wir auf der richtigen Fährte. Ja, so. Bombarder. Ah, ich glaube, wir müssen da rein. Wie kommt man da rein? Rebellion. Lumos. Wo ist denn das? Auf dem Weg zum anderen, gell? Ja, hier. Mal da rein. So, das bringt uns auf jeden Fall auch noch mal eine Handbuchseite. Okay, eine fehlt uns noch für eine Belohnung. Ich vermute mal, dass die dann in dem anderen Gebäude da unten drunter liegt. Weil hier haben wir ja noch nicht aufgemacht. Schauen wir mal rein. Vorsichtig und zack. Jawohl. Das sieht doch gut aus. So. Aha, hier haben wir auch noch eine Truhe versteckt. Hexenpuppe. Was will ich denn damit? So, Stockwerk nach oben. Ne, ich glaube nicht. Okay, hier war leider keine Rebellion-Botschaft. Da liegt noch irgendwas. Ah, das sind Erschwinderinnen-Eier. Okay, hier waren wir schon. Wenn wir jetzt ganz genau nach da unten gucken, seht ihr ja da auch die viele Schlösser. Hier unten sind noch ein paar Schlösser versteckt. Hallo Humora. Hallo Humora. So.
So, zack. Okay, das ist doch gut schon mal. So, kurz einen Moment. Sorry für das Windows-Geräusch. So. Ich bin ja hier immer an mehrere Sachen gleichzeitig. So, hier ist noch eine legendäre Truhe. Okay, da bin ich echt mal gespannt, was in den Dinger da drin ist. Das schauen wir uns aber erst allerdings in der... Ah, jetzt weiß ich sogar, wo mehr drin sind. Ich wusste nicht, dass Schmetterlinge von Schätzen angezogen werden. Hallo, Homura. Ja, mir war hier gerade im Honigtopf drin. Hat hier noch irgendwas in seinem Lade versteckt hier bestimmt. Bitte eine Revelio-Botschaft, ich brauche das jetzt. So. Okay, ja. So, jetzt weitermache. Revelio. Ah, hier ist irgendwie nichts mehr. Da haben wir so ein Schlafzimmer. Gut, toll, jetzt hat man hier so Raum für 60 Galeone erbaut. Ah, ja. Habt ihr sie gesehen? Direkt links neben mir ist unsere letzte Botschaft. Jawohl. Zwischen Wispies. Bei dieser köstlichen Süßigkeit handelt es sich um eine kleine Brausekugel, die nach dem Verzehr einige Zentimeter über dem Boden schweben lässt. Gerüchte zur Verfolge enthält sie beliebig Stacheln. So, jetzt her mit der Belohnung. So, habe ich jetzt alle gesammelt. Was ist das hier nochmal für Lade hier? Ah, das ist einfach nur... Ja, auf gut. Geht's nach Hogsmeade. Ja, aber ich bin doch schon in Hogsmeade, okay. Genie. So. Hey, was heißt jetzt im Kampf? Ah, mehr berüchtigter Gegner wird da getötet. Es fehlt nur noch im Hochland ein bisschen was. Ja gut, das liegt jetzt halt nicht direkt auf unserem Weg. Die schauen wir uns gleich im Raum der Wünsche an und gleich heißt in der nächsten Folge Revelio-Seiten. Da fehlen uns aber noch ordentlich welche. 10 Stück. Okay, und wie viel fehlt uns in Hogwarts noch? Ja, noch sehr, sehr viele. Okay, hier sind es nur noch 11. Okay, ja, das ist schon mal gut. Alles klar, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da machen wir natürlich hier weiter und informieren uns mal darüber, was passiert ist mit unserer guten Nati. Und bis dahin eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao und was auch immer. Lasst gerne ein Like und ein Abo da.